meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal Szanowni und Państwo, an den Bildschirmen zu Hause. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Stiftung in Topographie des Terrors, Denkmal für die ermordeten Juden Europas und des Deutschen Kulturforums Östliches Europa zu unserer Veranstaltung Jüdisches Leben in Breslau vor und nach dem Holocaust. Heute ist ein denkwürdiger Tag der deutschen Geschichte. 1848, 1918, 1923, 1938, 1939 und 1989. Wir konzentrieren uns auf den 9. November 1938. Aber die jüdische Geschichte Breslaus, einst die drittgrößte jüdische Gemeinde des Deutschen Reiches, ist natürlich viel breiter, viel vielfältiger, jahrhundertelang gewesen. Auch damit werden wir uns beschäftigen und auch mit dem jüdischen Leben nach dem Holocaust. Zunächst soll ich etwas zur Übersetzung sagen. Habe ich hier einen Zettel, Punkt 1. Headsets nur für das Podiumsgespräch notwendig, weil Tamara Wlodarczyk aus Breslau Polnisch sprechen wird. Zweitens, allgemeine Ansagen. Nach dem Vortrag und dem Podiumsgespräch gibt es wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung auch eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Frage stellen, möchten wir bitten, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden. Und bitte legen Sie in diesem Fall auch wieder die Maske an. Am Mikrofon selbst und auf den Sitzplätzen können Sie Ihre Maske dann wieder abnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute hier zusammengekommen, um das jüdische Leben Breslaus zu würdigen. Die Stiftung Topographie des Terrors und Denkmal für die ermordeten Juden Europas haben im Laufe der letzten 15, 18 Jahre viele Ausstellungen zusammen gemacht. Allein drei davon waren der sogenannten Kristallnacht gewidmet. Die erste war Es brennt 2008. Es folgte eine zweite Ausstellung Es brennt 2013 und die letzte Ausstellung, die wir gemeinsam zum Thema gemacht haben, Kristallnacht 2018. Schlesien, Breslau, die Pogrome in Schlesien und Breslau haben in allen drei Ausstellungen eine wichtige Rolle gespielt. Darüber hinaus das Deutsche Kulturforum Östliches Europa und die Stiftung haben zusammen diese wunderbare Wanderausstellung gemacht im Fluss der Zeit, Jüdisches Leben an der Oder. Und, lieber Ingo Lohse, auch wir sind über das Thema ja schon öfter zueinander gekommen. Zum einen in einer Konferenz, das war mal unsere Heimat, Jüdisches Leben im preußischen Osten, wo du zusammen mit Carla Wolf ein wunderbares Zeitzeugengespräch geführt hast. Und das war dann Anlass dieser Erinnerung von Carla Wolf in den jüdischen Miniaturen erneut herauszugeben. Ein dritter Zugang zum Thema oder ein vierter sind die Erinnerungen von Kenneth James Arkwright, Jenseits des Überlebens von Breslau nach Australien. Kenneth James Arkwright wurde 1927 in Breslau geboren, in eine jüdische Familie unter dem Namen Klaus Aufrichtig. Er überlebt, kehrt 1945 nach Breslau zurück, wird dann mit den berühmten Bussen im Sommer 1945 nach Erfurt gebracht, geht zum Studium nach Ost-Berlin. Dort ist es ihm zu eng und er flieht über Paris nach Perth in Australien. Aber was nimmt er, der intellektuelle Breslauer Jude, mit auf diese lange Reise in seinem kleinen Koffer? Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kants Kritik der praktischen Vernunft und Goethes Faust. Auch das ist Breslauer Judentum. Ich möchte zum Abschluss meiner kurzen Begrüßung seine Erinnerungen an die sogenannte Kristallnacht in zwei kurzen Absätzen vortragen. Am Morgen des 10. November suchte uns die Frau unseres jüdischen Nachbarn auf und weinte vor Erschütterung. Sie erzählte meiner Mutter, dass ihr Mann gemeinsam mit den meisten der im Viertel lebenden jüdischen Männer aus ihren Wohnungen verschleppt, auf Lastwagen geladen und abtransportiert worden waren. Keiner wusste, wohin. Sie schlug vor, ich solle mich auf die Suche nach meinem Vater machen, der bereits zur Arbeit gegangen war, denn die Nationalsozialisten schnappten jüdische Männer von der Straße weg. Die Synagogen brannten
und die jüdischen Geschäfte waren verwüstet. Ich war bereits in der Schule gewesen und hatte mich unterwegs an den verstreuten Süßigkeiten erfreut, die in der Hohenzollernstraße vor einer zerstörten jüdischen Zuckerbäckerei lagen. Ein freundlicher Polizist, der den Laden bewachte, warnte mich vor Glassplittern in den Pralinen. Außer mir kamen nur wenige andere zur Schule. Und die Lehrerin schickte uns sofort wieder nach Hause. Es war eine gefühlsgeladene Szene, als Gestapo-Männer ihre Kollegen in der Schule abholten. Auf Anraten der Nachbarin schickte mich Mutter in die Stadt, um Vater zu suchen. Doch ich konnte ihn nicht finden. Der jüdische Schulladen, in dem er gearbeitet hatte, war verwüstet worden. Wie ich später erfuhr, war Vater schnurstracks zur Versicherungsgesellschaft gelaufen, um Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Auf dem Nachhauseweg ging ich an der neuen Synagoge vorbei. Solch einen menschlichen Abgrund hatte ich nie zuvor gesehen. Die schreiende Menge, die das Gebäude umzingelte, war angsteinflößend. Und ich wollte einfach nur schnell nach Hause. Unterwegs ging ich an vielen zerstörten jüdischen Geschäften vorbei. Insbesondere erinnere ich mich an den Laden des Weinhändlers Herzberg. Der Mob musste alle Weinflaschen zerschlagen haben, denn der Bürgersteig vor der Tür war von einer Mischung roter und weißer Weine, Champagner und Liköre überflutet. Ein unvergesslicher Geruch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können uns nun auf den Vortrag von Tim Buchen freuen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diese Einladung und die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können. Man bat mich in diesem Impulsvortrag, die jüdische Geschichte Breslaus in, Zitat, Gestalt eines weiten Bogens darzustellen, der den Aufstieg der Minderheit im 19. Jahrhundert mit der Zerstörung und Vernichtung deutsch-jüdischen Lebens in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts verbindet. Ich möchte anstatt eines Bogens eine Bogenbrücke skizzieren, die mit mehreren Pfeilern in konkreten historischen Ereignissen und Personen ruht, die Entwicklungen und Wendepunkte dadurch vielleicht besser greifbar werden zu lassen. Im Falle Breslaus symbolisiert die Oder die verflossene Zeit, die wir dabei überqueren werden. Und zur Versinnbildlichung sehen wir hier die Lessingbrücke, eine 1875 erbaute Fachwerkbrücke zur Verbindung der Olauer Vorstadt mit der Dominsel, bei der die sogenannten Schwedlerträger 4 bzw. 8 kleinere statt dem einen geforderten Bogen großen Bogen bilden. Der Namensgeber Gotthold Ephraim Lessing hatte selbst mehrere Jahre in Breslau gelebt und die von ihm mitgetragenen Ideen einer vernunftgeleiteten Aufklärung und Erneuerung des Glaubens sind für die moderne jüdische Geschichte Breslaus ebenso prägend wie für die meisten anderen preußischen oder deutschen Städte des 18. und 19. Jahrhunderts. Die jüdische Geschichte einer Stadt versucht, das sich wandelnde Klima von Toleranz, Akzeptanz und Anerkennung religiöser Minderheiten zu rekonstruieren und dessen Auswirkungen auf das jüdische Leben und das Leben von Juden, ihre Möglichkeiten der Entfaltung, Partizipation und Gestaltung des politischen, sozialen und kulturellen Lebens zu erfassen. Eine solche Geschichte Breslaus für das 19. und 20. Jahrhundert ruht in diesem Fall auf den Pfeilern von Autorinnen und Autoren, vor allem von diesen Büchern, also Andreas Reinkes Judentum und Wohlfahrtspflege in Deutschland, Till van Radens Juden und andere Breslauer, sowie von Katharina Friedler, Juden in Breslau, Wrocław 1933 bis 1949. Und wenn diese Anmaßung erlaubt ist, vielleicht zukünftig auch
auf den Beiträgen der hier zu sehenden Autorinnen und Autoren des Bandes Topografien der Shoah in Breslau, Wrocław 1933 bis 1949, den ich gemeinsam mit Maria Luft herausgebe und, wenn ich es richtig verstehe, dieser Tätigkeit auch den heutigen Vortrag verdanke. Dazu später mehr. Ganz knapp einen Blick noch viel weiter zurückzuwerfen in die Zeit, bevor rechtliche Gleichstellung und eine geteilte christlich-jüdische Stadtgesellschaft überhaupt denkbar wurden. Die Präsenz von Juden in Breslau ist seit dem frühen 13. Jahrhundert belegt. Aus ökonomischen Motiven und von christlichen Kaufleuten und Geistlichen forciert, waren sie Mitte des 15. Jahrhunderts in Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs der Stadt gewaltsam vertrieben worden. Seit 1454 verhinderte das vom böhmischen König Ladislaus verliehene Privileg die Judaeis non tolerandis, die Ansiedlung und den ständigen Aufenthalt in der Stadt. Dennoch hatten jüdische Händler aus Polen sowie aus Böhmen und Mähren neben Griechen und Armeniern entscheidenden Anteil am erneuten ökonomischen Aufstieg Breslaus zu einem zentralen Umschlagplatz im Handel zwischen dem Nahen Osten und dem östlichen Europa sowie zwischen Südost- und Mitteleuropa. Schrittweise erhielten seit dem 17. Jahrhundert einzelne jüdische Vertreter bestimmter Geschäftszweige als sogenannte Schutzjuden vom Magistrat der Stadt die Erlaubnis zur Ansiedlung, und dies geschah in der Regel gegen den Widerstand christlicher Konkurrenz. Erst mit dem Übergang Schlesiens in den preußischen Herrschaftsbereich infolge des österreichischen Erbfolgekrieges wurde 1744 wieder eine jüdische Gemeinde und damit eine eigene Kooperation im Ständestaat gegründet. Und zu dieser Zeit lebten etwas über 1000 Jüdinnen und Juden in der Stadt. Wenige Jahrzehnte später setzte dann der im Geist der selbsternannten Aufklärung geführte ambivalente Diskurs über die bürgerliche Verbesserung der Juden ein. Er ist deswegen als ambivalent zu bezeichnen, weil er zwar einerseits die Beschränkungen und Diskriminierungen der jüdischen Bevölkerung abbauen wollte, andererseits jedoch deutliche Forderungen nach Veränderungen im sozialen, kulturellen und religiösen Leben von Juden gleichsam als eine Gegenleistung oder eine Vorbedingung vielmehr für die rechtliche Emanzipation einforderte. Gemeinsam mit christlichen Gelehrten hatten Vertreter der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, diese Vision einer auf Vernunft begründeten Reform der Religion entwickelt. Sie sehen hier das Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim, der Lavater-Streit von 1856, links Moses Mendelssohn stehend, der bereits erwähnte Lessing, rechts Lavater und daneben eine namenlose Dame in der Tür. Simone Lessig hat in ihrem Buch »Jüdische Wege ins Bürgertum, kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19. Jahrhundert« sehr genau beschrieben, wie der Verbürgerlichungsprozess religiöser Praktiken nicht nur die christliche und hier vor allem die protestantische Kirche prägte, sondern auch das religiöse Leben von Juden und damit zugleich das jüdische Selbstverständnis in Deutschland grundlegend veränderte. Aus Juden wurden deutsche mosaischen Glaubens, so wie es katholische und protestantische Juden gab. Und auch in Breslau trieben viele Juden diese Konfessionalisierung und Verbürgerlichung des Judentums voran. Dass aus der jüdischen Minderheit eine gut sichtbare bürgerliche Gruppe wurde, zeigte sich am verändernden bürgerlichen Habitus, ebenso wie am Zuzug von Juden vom Land in die Städte, wo sie in freien Berufen und im Handel die Mittelschicht stärkten. In Breslau führte dies zu einem stetigen, absoluten und über lange Zeit auch relativen jüdischen Bevölkerungswachstum. Lebten im Jahr 1790 knapp 2500 Juden in der Stadt, was etwa 5% der Gesamtbevölkerung ausmachte. So waren es 1820 schon 4.500 oder 6% der Bevölkerung. Und abermals eine Generation später, im Jahr 1849, lebten 7.355 Juden in Breslau bei einer Gesamtbevölkerung von 104.000. Der jüdische Bevölkerungsanteil war mithin auf 7% angewachsen. Über den gesamten geschilderten Zeitraum verdreifachte sich somit die jüdische Bevölkerung, während sich die Gesamtbevölkerung verdoppelte. Und bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts war Breslau die Stadt mit der größten jüdischen Wohnbevölkerung in Deutschland. Selbst in Posen oder in Berlin lebten nicht mehr Juden. Erst im letzten Drittel des Jahrhunderts bedeutete der weiterhin vorhandene absolute Zuwachs der jüdischen Bevölkerung eine relative Abnahme.
So entsprachen rund 10.500 Juden im Jahr 1861 noch 7% der Bevölkerung, während die nahezu doppelt so große jüdische Einwohnerzahl von 1900, nämlich fast 20.000, nur mehr 4,7% der Gesamtbewohner ausmachte. Hier wie in anderen Städten Europas manifestierten sich sozialer Aufstieg, wachsende städtische Gemeinden und eine gewandelte jüdische Religiosität im Namen der Reform in einem neuen Sakralbau, der als neue oder liberale oder auch Synagoge am Anger benannten Synagoge. Fertiggestellt im Jahre 1872 nach den Entwürfen des in Niederschlesien geborenen jüdischen Architekten Edwin Oppler, bot sie in ihrem Innern den veränderten bürgerlichen religiösen Bedürfnissen Raum und sie demonstrierte auch nach außen die gewachsene Bedeutung der jüdischen Gläubigen für das rasant wachsende Breslau. Sowohl in der Größe, die nun das Stadtbild prägte, als auch der Standort im Zentrum der Stadt verdeutlichten Wohlstand, Selbstbewusstsein und Zugehörigkeit des neuen Judaismus zur deutschen Gesellschaft. Anders als die neue Synagoge hier in Berlin oder die in Budapest und Wien entstandenen Neubauten, entschied man sich in Breslau nicht für den sogenannten maurischen Stil, der die religiösen Wurzeln im Orient betonten, sondern für einen eklektischen Historismus, der Vorbilder in christlichen Sakralbauten Deutschlands wie dem hier zu sehenden Wormser Dom suchte und damit die Zugehörigkeit zum mitteleuropäischen Kulturkreis untermauern sollte. Dieses eindrucksvolle Monument jüdischen Wohlstands, Selbstbewusstseins und reformierter, gewissermaßen eingedeutschter Religiosität sollte jedoch nicht den Blick auf die Dynamik, auf Diversität und Konflikte innerhalb der jüdischen Einheitsgemeinde verstellen. Hier sehen wir noch eine Postkarte, wo auch die Synagoge als Teil, als Sehenswürdigkeit Breslaus präsentiert wird. Diese Konflikte und Dynamiken werden deutlich in der von 1840 bis 1863 währenden Breslauer Tätigkeit des berühmten Rabbiners Abraham Geigers hier unten zu sehen, dessen moderates Reformprogramm heftige orthodoxe und häufiger konservative Kritik hervorrief und ihn schließlich zum Weggang nach Frankfurt motivierte. Die Ausbildung verschiedener Lager und ständiger Konflikte waren sicherlich keine spezifische Breslauer Erscheinung in der jüdischen Gemeinde. Eine Besonderheit und von großer Strahlkraft war jedoch ganz sicher ein zentraler Ort und Raum der Aushandlung modernen Judentums, nämlich das hier zu sehende jüdisch-theologische Seminar Fränkische Stiftung, gegründet 1854, das zu dem produktivsten Rabbinerseminar Zentraleuropas avancierte. Insbesondere konservative Vertreter des modernen Judentums, wie der aus Böhmen stammende erste Direktor Zacharias Frankl hier oben zu sehen, oder der aus dem Posenschen stammende Historiker Heinrich Grätz, hatten Anteil daran, dass sich Breslau zu einer produktiven Kontaktzone von jiddischsprachigem, einst polnischem und deutschem Judentum entwickelte. So betonte beispielsweise der berühmte Wiener Kämpfer gegen den Antisemitismus, der Rabbiner, Publizist und Politiker Josef Samuel Bloch, die große Bedeutung von Grätz' Unterstützung, als er einst als jiddischsprachiger galizischer Jude sich in Breslau für weltliche Lehrgegenstände und für deutsche Bildungsvorstellungen zu interessieren begann. Mit seinem in Breslau entstandenen Monumentalwerk Die Geschichte der Juden von den Anfängen bis auf die Gegenwart in 11 Bänden förderte Heinrich Grätz zugleich die Transformation von einem rein religiös verstandenen Judentum hin zu einer zunehmend auch historisch und ethnisch verstandenen Judenheit. Der Zwang zur Selbstverortung und der wechselnde intergenerationelle Austausch in der Kontaktzone zwischen den als zwei Welten vorgestellten west- und osteuropäischen Judenheiten trugen ebenso wie wachsende antisemitische Anfeindungen als Reaktion auf den Statusgewinn vieler Juden dazu bei, dass sich Juden trotz aller sichtbaren Differenzen als Teil einer Gemeinschaft verstanden. Gestiftet worden war das Seminar vom Breslauer Bankier und Kommerzienrat Jonas Frenkel, der mit seinem Bruder auch zahlreiche philanthropische und karitative Einrichtungen, wie etwa das bereits erwähnte jüdische Krankenhaus, gestiftet hatte. Der Reichtum von Kaufleuten und der Aufstieg der kleinen Schicht jüdischer Bürger
ermöglichte nicht nur den Bau genuin jüdischer Einrichtungen wie Synagoge, Rabbinerseminar oder Krankenhäuser. Auch das moderne Konsumleben in Gestalt großer Kaufhäuser und zentral gelegener Geschäfte um den Breslauer Marktplatz wurde maßgeblich von Juden getragen. Wer sich die Wohn- und Geschäftsadressen jüdischer Breslauer auf einem Stadtplan anschaut und sie wie in einem Daumenkino das 19. Jahrhundert durchblättert, der sieht, wie jüdische Menschen buchstäblich ins Zentrum der Stadt rückten und diesem Zentrum ein neues, bisweilen auch mondänes Antlitz verpassten. Das Kaufhaus Barasch mit der gigantischen Weltkugel, das Sie eben gesehen haben, aber auch unzählige Modegeschäfte und andere Einzelhändler brachten denjenigen, die es sich leisten konnten, den Luxus und moderne Annehmlichkeiten der weiten Welt in das einst provinzielle Niederschlesien. Auch auf den Feldern der modernen Kunst und Architektur waren Juden in Breslau im frühen 20. Jahrhundert prominent. Ja, sie waren tonangebend. In einem Katalog zu einer Ausstellung von Grafiken des Breslauer Kunstsammlers und Unternehmers Karl Sachs aus dem Jahre 1916 erfahren wir über die Motive des Sammlers, ich zitiere, hier sehen Sie eine Klo von Karl Sachs, sollte der lang gehegte Wunsch des Sammlers in Erfüllung gehen, seine Sammlung, das stolze Ergebnis einer nicht alltäglichen Liebe zur Kunst und zum Schönen, einst geschlossen dem Museum seiner Heimatprovinz überlassen zu können, so würde damit nicht nur ihm ein Denkmal errichtet, sondern ein Kulturinstitut des vielverkannten Ostens würde dadurch auf einigen Gebieten mit einem Schlage in eine Reihe mit den großen Sammlungen des Reiches rücken. Karl Sachs' Motivation war nicht zuletzt die Aufwertung von Heimatstadt und Heimatregion in einer gedachten reichsweiten Hierarchie. Hauptverantwortlich für die Belebung der Kunstszene Breslaus seit der Jahrhundertwende zeichnete ein sehr überschaubares Netzwerk von Künstlern, Sammlern und Mäzenen. Zu den prominentesten Akteuren gehörten neben Karl Sachs Leo Levin, Max Silberberg, Ismail Littmann, Leo Schmoscheva und David Friedmann, die sich häufig in der Villa von Toni und Albert Neisser, ein konvertierter Jude hier oben zu sehen, trafen, in der auch Kunst ausgestellt wurde. Der Musiksalon der Neissers gilt als der erste im Jugendstil entworfene Raum in einem deutschen Privathaushalt. Als Mitbegründer oder exponierte Mitglieder von Vereinigungen wie der Gesellschaft der Kunstfreunde, dem Schlesischen Kunstverein oder dem Künstlerbund Schlesien verbanden sich Künstler mit ihren Förderern und boten Bühnen für die Öffentlichkeit. Jüdische Sammler orientierten sich nicht allein an einer nicht-jüdischen Umwelt. Sie bemühten sich nicht um Nachahmung eines gentilen Sammelstils, wie es die ältere Forschung dargestellt hatte. Denn viele von ihnen sammelten, so wie auch Karl Sachs, auch jüdische Artefakte und beteiligten sich an der Entstehung jüdischer Sammlungen und Museen. Sie wirkten damit an der Konstruktion und Kanonisierung jüdischer Kunst und einer modernen jüdischen Identitätsstiftung mit. Neben der Leidenschaft für die Kunst und einem klassischen Bildungsideal war hierfür auch ein begrenzter Zugang zu anderen Netzwerken, die nicht jüdischen Mitbürgern offen standen, verantwortlich. Vorbehalte gegen jüdische Parvenus und wachsender Antisemitismus sorgten dafür, dass das Sammeln und die kulturelle Bildung insgesamt zu einer Zuflucht und zu einem Rückzugsraum wurden und mithin das Diktum Ernst Gombrichs, Bildung sei, Zitat, zur eigentlichen Heimat des deutschsprachigen jüdischen Kulturbürgers geworden, sich für die Kunstsammler auch in Breslau in besonderer Weise bestätigt. Jüngere Forschungstrends der jüdischen Geschichte interessieren sich zunehmend für eine Rekonstruktion solcher sozialen, spezifisch jüdischen Räume und Nischen, in denen je unterschiedliche, ganz neue Modi des Jüdischseins entstanden und gelebt wurden. Sehr einflussreich sind dabei die an Konzepten der Diaspora, der Kontaktzonen und Multikulturalismusforschung angelehnten Arbeiten Till van Radens, der die meisten empirischen Studien eben an Breslauer Jüdinnen und Juden gewonnen hat. In seiner Untersuchung der sogenannten Mischehen und des Heiratsverhaltens, die auch die weniger sichtbaren, eher kleinbürgerlichen Kreise des Breslauer Judentums in den Blick nehmen, zeigt sich die große Varietät und Situativität modernen Jüdischseins, das keineswegs im Verschwindensein begriffen war, wie es die zeitgenössische Perspektive der 1920er Jahre
angesichts einer wachsenden Zahl von Eheschließungen zwischen Christen und Juden suggerierte. Ein sowohl an physischen Orten wie auch an sozialen Räumen und ihrer Veränderlichkeit bzw. verschiedenartigen Wahrnehmungen und Zuschreibungen interessiertes Vorhaben stellt das angesprochene von Maria Luft und mir durchgeführte Forschungsprojekt Topografien der Shoah in Breslau, Wrocław 1933 bis 1949 dar. Dass ich nur sehr kurz einführen möchte, um dann mit Verweis auf Teilstudien die jüdische Geschichte in Breslaus weitererzählen zu können. Verpflichtet ist das aus dem Projekt hervorgehenden Manuskript mit mehr als 23 Beiträgen einer integrierten Geschichte der Shoah im Sinne Saul Friedländers, also dem Versuch, nicht allein die Diskriminierung, Ausbeutung und Vernichtung aus der Perspektive zentraler Orte und Räume der Gewaltanwendung, sondern zugleich die Geschichte von Handlungsspielräumen, Rückzugsorten und Sphären des Widerständischen zu rekonstruieren, also die jüdische Perspektive mit einzubeziehen. Anders gesagt geht es darin nicht so sehr, wie der Titel der heutigen Veranstaltung lautet, um jüdisches Leben vor und nach dem Holocaust, sondern um das Leben während des Holocaust bzw. während der Verfolgung im Nationalsozialismus seit 1933. Den Mehrwert für das Verständnis der Shoah und für die jüdischen Studien möchte ich an einem Beispiel aus der Architekturgeschichte verdeutlichen. Zunächst jedoch, zur Vogelperspektive auf die judenfeindliche Politik des Nationalsozialismus in der Stadt und seine räumlichen Dimensionen. Die erscheinen dann gleichsam als eine Umkehrung des eingangs erwähnten Daumenkinos, als schrittweise Verdrängung jüdischer Eigentümer, zunächst aus dem Zentrum der Stadt. Erzwungene Auswanderung und Geschäftsaufgaben durch Berufsverbote und damit einhergehende wirtschaftliche Not, die Enteignungen durch sogenannte Arisierungen, vor allem nach 1938, und die Einrichtung von sogenannten Judenhäusern, in denen als Juden klassifizierte Breslauer in beengten Wohnverhältnissen leben mussten, zeigen diese räumliche Verdrängung und Herausdrängung aus dem Zentrum. Untrennbar verflochten waren die rassistischen Gemeinschaftsideen der Nationalsozialisten mit materiellen Motiven. An der Umverteilung des Besitzes einer rund 25.000 Menschen umfassenden Einwohnerschaft, unter denen viele über Generationen des unternehmerischen und professionellen Erfolgs sowie Investitionen in immobile und mobile Werte Wohlstand aufgebaut hatten, hiervon profitierten Staat und Partei, die Stadt sowie unzählige Bürgerinnen und Bürger sowie nichtjüdische Konkurrenten. Schauen wir als Beispiel auf den Ring, den Breslauer Marktplatz, wo die sogenannte Arisierung jüdischen Eigentums einherging und kommuniziert bzw. verklausuliert wurde durch eine antisemitische Kampagne, in der bestimmte Formen marktwirtschaftlichen Handelns als jüdisch diffamiert und delegitimiert wurden. In sogenannten Entschandelungsaktionen gerieten seit 1937 die Fassaden von Geschäftshäusern an repräsentativen Plätzen in den Fokus der Baupolizei. Angeordnet wurde, Werbeflächen zu reduzieren, Schrifttypen zu ändern und Rückbauten vorzunehmen. Die Begründungen für die Änderungen in den Kommentaren der Karteikarten der Baupolizei, von denen Sie hier exemplarisch zwei sehen, erhoben mehrfach antisemitische Vorstellungen eines undeutschen, Zitat, marktschreierischen und aufdringlichen jüdischen Geschäftsgebarens zur Grundlage städtischen offiziellen Handelns. Die Vorher- und Nachher-Fotos, also vor und nach der vermeintlichen Entschandelung, zeigen jedoch nicht nur die baulichen Veränderungen, hier als Reduktion von Werbung, wie im Fall des die Fassade am Ring Nummer 15 verdeckenden Geschäftsschild des Bekleidungsgeschäfts Markus. Habe ich hier einen? Oh, nee. Also hier ganz auf dem zweiten Bild rechts zu sehen, sehen die hier Albert Markus, der große Bazar. Ja, das ist vorher. Sondern neben der neuen Hakenkreuzfahne, also rechts dann das Bild danach, im Haus nebenan,
Auch die Verdrängung des jüdischen Inhabers, nämlich Albert Markus, aus seinem Geschäft in Premiumlage. Das ist das rechte Bild, wo aus dem das Schild entfernt wurde und auch der Besitzer gewechselt hat. Auch die Dokumente der Enteignung von immobilem jüdischen Besitz sind erhalten geblieben. In den hier zu sehenden Aufstellungen und Schätzungen von Bildern, Möbeln und Plastiken, welche die Opfer selbst auch noch bezahlen mussten, können die Sammlungen und sogar ihre Arrangements in bürgerlichen Wohnungen und Häusern mit Wintergärten rekonstruiert werden. Und sie dienten vermutlich auch dem ein oder anderen Nazi-Parvenu zur Nachahmung geschmackvollen Kunstsinns und bürgerlicher Repräsentation. Wendepunkt für den Übergang von einer wachsenden Drangsalierung und Diskriminierung durch Berufsverbote und andere Maßnahmen war auch in Breslau der 9. November 1939, an dem unter anderem auch die neue Synagoge in Brand gesteckt und damit vollständig zerstört wurde. Erst in jüngster Zeit wird auch die Geschichte und Bedeutung der sogenannten Polenaktion als ein Probelauf für massenhafte Deportationen zuvor nicht inhaftierter Bürger von der Geschichtsschreibung erkannt. In Breslau waren ca. 3000 Juden mit polnischer Staatsbürgerschaft von der drohenden Ausweisung nach Polen im Oktober 1938 betroffen. Ihnen folgten nach dem 9. November und dann vor allem nach Kriegsausbruch die Deportationen der Breslauer Juden in Konzentrationslager, nach Theresienstadt, Auschwitz und in Ghettos im besetzten östlichen Europa wie Kaunas und andere Orte der physischen Ausbeutung und Ermordung. In der mir verbleibenden Zeit möchte ich jedoch auf einen spezifischen jüdischen Raum in den Jahren der Diskriminierung und Bedrohung werfen und damit Widerständigkeit und Überlebensstrategien einiger Breslauer Juden aufzeigen. Diese Darstellung genutzter und selbst geschaffener Freiräume soll selbstverständlich nicht die Verbrechen der Judenverfolgung verharmlosen oder von ihnen ablenken, indem hier suggeriert werde, dass ein gutes Leben im Terror möglich gewesen sei. Vielmehr sollte, so meine ich, auch der genutzte Handlungsspielraum und das gemeinsame gestaltete Leben von Juden unter den Bedingungen des Holocaust beleuchtet und gewürdigt werden. Als Beispiel skizziere ich hier die Geschichte der beiden Architekten Moritz und Albert Hadda, deren Wirken und Leben Daniel Junggren derzeit in einer Dissertation nachgeht und die er in einem Ausschnitt, in einem Kapitel in dem angesprochenen Band Topographien der Shoah vorstellt. Die Familie Hadda, die Sie hier teilweise sehen, ist vielleicht typisch für eine bürgerliche jüdische Familie, die als Kaufleute im frühen 20. Jahrhundert aus dem schlesischen Kosel nach Breslau ziehen und ihren Söhnen eine universitäre Ausbildung ermöglichten. Der 1882 geborene Siegmund, meiner Meinung nach hier mit dem, in der Mitte zu sehen, mit dem Kreuz am Kragen, wurde berühmter Chirurg und während des Krieges war er Leiter des jüdischen Krankenhauses in Breslau. Sein 5 Jahre jüngerer Bruder Moritz und der abermals 5 Jahre jüngere, also 1892 geborene Albert, studierten hingegen Architektur, Moritz bei Hans Pölzig in Breslau. Beide waren der Moderne und dem neuen Bauen verpflichtet. Albert arbeitete bei Walter Gropius in Berlin und entwarf und produzierte Möbel. In den 1920er Jahren versuchte er sich gar an der Produktion von zionistischem Mobiliar, das leicht und klappbar war und für die Übersiedlung und das Leben in Palästina geeignet gewesen sein soll. Die beiden Brüder rivalisierten untereinander, unter anderem um den Auftrag zum Bau des Wohnhauses für ihren wohlhabenden Bruder Siegmund. Und sie vertraten auch ganz unterschiedliche politische, nämlich einerseits sozialdemokratisch-zionistische und andererseits liberal-assimilatorische Ansichten. Die Weltwirtschaftskrise traf sowohl Moritz, der ein Architekturbüro unterhielt, als auch Albert, der seine Möbelfabrik aufgeben musste. Es war die nationalsozialistische Politik mit Berufsverbot, Ausschluss aus dem Bund deutscher Architekten, die erzwungene Aufgabe von Büro und Wohnungen, die ihnen nur noch jüdische Auftraggeber übrig ließen für ihre Arbeit. Also hier sehen wir einmal oben das Wohnzimmer von Moritz sowie ein von ihm in Breslau gebauter
Wohnhaus und hier unten dieses kubistische, also aus dem, vom Prager Kubismus inspiriert, ist ein Werk von Albert. Nach Berufsverbot und dem Verbot für christliche oder Aufträge an jüdische Architekten zu vergeben für christliche Bauherren, renovierte Albert zunächst den Innenraum der neuen Synagoge für die jüdische Gemeinde und schließlich engagierte er sich in der Redigerschule in Breslau, einer jüdischen von den berühmten Breslauer Architekten Paul und Richard Ehrlich entworfenen Schule, die zu einem Zufluchtsort für die verfolgten Breslauer Kinder und Jugend wurde. So erhielt er den Auftrag, die Eingangshalle und den Dachboden so umzugestalten, dass mehr Raum des Gebäudes genutzt werden könnte unter den neuen Bedingungen. Der kunstvoll ausgebaute Dachboden diente als Aula und als Versammlungsort, aber auch als Ausstellungsraum für die Arbeiten der Schüler. Hier eine Ausstellung zum Thema Palästina und seiner Entwicklung. Und wenn Sie das erkennen können, vorne auf dem Tisch diese Segelboote, die auch zum Kontext Palästina stehen. Sie können vielleicht auch als Pläne, Träume oder Utopien gedeutet werden, deren Anfertigung vielleicht eine Möglichkeit dargestellt hat, der Enge und Perspektivlosigkeit im nationalsozialistischen Breslau wenigstens auf Zeit zu entkommen. Albert fungierte auch als Lehrer, der seine handwerklichen Fähigkeiten, das Wissen von Werkstoffen und ihrer Verarbeitung, seine an den Ideen des Bauhaus entwickelten Vorstellungen von guter Gestaltung des direkten Lebensumfeldes einbringen konnte in das Leben der jüngeren jüdischen Generation und der damit Anteil daran hatte, dass diese modernistischen Ideen, nicht zuletzt auch was Geschlechterrollen betrifft, Bestandteil dieser jüdischen Bildungseinrichtung wurden. Moritz wurde 1943 in Riga ermordet, aber Siegmund und Albert konnten den Krieg überleben. Albert Hadda beteiligte sich an der Organisation der Ausreise von Überlebenden des Holocaust, den erwähnten berühmten Bussen nach Erfurt, nachdem Breslau zu Wrocław geworden waren und zurückgekehrte und in der Stadt verbliebene Juden nun als Deutsche behandelt wurden und damit ihre Heimat verlassen mussten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, im Anschluss an den Vortrag von Tim Buchen hier ein Gespräch ausgewiesener und ausgewählter Experten moderieren zu dürfen. Und ich darf Ihnen zunächst einmal Tamara Wodarczyk aus Wrocław vorstellen, die als Judaistin und langjährige Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde in Wrocław eine der besten Kennerinnen auch der jüdischen Nachkriegsgeschichte in ehemals Breslau bzw. dem polnischen Wrocław ist und insbesondere halt auch mit der gesamten Themenlage der Restitution zu tun hatte, lange Jahre beruflich. Das ist hoffentlich ein Thema, für das wir nachher noch ein wenig Zeit haben werden. Zu ihrer Rechten Professor Emeritus Norbert Konrads aus Stuttgart, sicherlich auch einer der ausgewiesensten Experten halt für diese Thematik und den meisten von Ihnen zweifellos bekannt als Herausgeber der, wie ich sagen darf, berühmten Tagebücher von Willi Cohn, die erstmal 2006 in zwei Bänden erschienen sind und sicherlich neben den Tagebüchern von Viktor Klemperer eines der bedeutendsten Dokumente aus der Perspektive jüdischer Betroffenen während der NS-Verfolgung der 30er Jahre und dann während des Holocaust darstellen. Mein Name ist Ingo Lohse vom Institut für Zeitgeschichte
München, Berlin. Und Sie sehen an der Auswahl der, der Kollegen und der zwei Kollegen, dass wir es bei dieser Thematik mit einer doppelten Zäsur zu tun haben. Nämlich einerseits mit der Zäsur des deutschen Breslaus und des polnischen Wrocław und dann auch also mit deutsch-polnischen Beziehungen, wenn Sie so wollen, vor und nach 1945 und dann selbstverständlich auch mit der Frage jüdischen Lebens in Breslau bis und während des Holocaust und in Wrocław nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese doppelte Zäsur und ihr Zusammenhang hat Günther Anders selbst ja aus Breslau stammt, bereits in den 60er Jahren nach einem Besuch in Breslau und in Auschwitz, zusammengefasst, auf die, zusammengefasst in der griffigen Formel, und ich zitiere: Das Feuer, das Breslau 1945 verzehrt hat, ist im November 1938 gelegt worden. Zitat Ende. Und das führt uns zurück auf den 9. November, dessen wir heute gedenken im Rahmen dieser Veranstaltung, gleichwohl wir natürlich, wie Sie schon gehört haben, durch den Eingangsvortrag etwas weiter ausholen und etwas weiter über den 9. November 1938 hinausgehen wollen. Und ich würde doch anknüpfen wollen, eingangs an den Vortrag von Tim Buchen, und fragen wollen, wenn man sich die öffentlichen Veranstaltungen, Publikationen, auch Forschungsprojekte der letzten 15 bis 20 Jahre ansieht, so ist es doch eigentlich ganz überraschend, welch großes Interesse Breslauer Juden in Niederschlesien, von mir aus in den Vertreibungsgebieten, wie auch immer man es formulieren muss, also auch in den ehemals preußischen Gebieten, Uwe Neumerker hatte ja auf einige Projekte eingangs bereits hingewiesen, zu tun haben. Woraus speist sich dieses Interesse? Woran lässt sich das festmachen? Denn Ihr Forschungsprojekt in Dresden an der Technischen Universität gewissermaßen folgt dem ja auch ein Stück weit. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das Interesse an der jüdischen Geschichte Breslaus sehr viel stärker über das Interesse allgemein an jüdischer Geschichte hinausgeht. Es ist auf jeden Fall so, dass zum einen natürlich liegt es sicherlich einfach an der Bedeutung oder an der Größe der jüdischen Gemeinde Breslaus, und wahrscheinlich, wie Sie angesprochen haben, hat es wohl auch damit etwas zu tun, dass hier diese mehreren Felder gewissermaßen zusammenkommen. Also dass es eben nach 45 diesen Bruch gegeben hat, dass in gewisser Weise auch die Vergangenheit oder die Geschichte der vor allem deutschen Juden Breslaus auch nicht in dem Maße erforscht werden konnte oder wurde lange Zeit, wie es das für Städte gilt, beispielsweise Berlin oder Frankfurt, die eben in Deutschland geblieben sind, dass aufgrund der, ja, aufgrund des Kalten Krieges, aufgrund des Übergangs oder der Verwandlung von Breslau nach Wrocław, dass hier dieser Bruch auch lange Zeit in der Forschung vorgeherrscht hat, und dass auf der einen Seite wahrscheinlich so ein Nachholbedarf gibt. Das wären so meine Ideen auf die Frage. Also wenn der Befund denn richtig ist, dass es ein sehr viel größeres Interesse ist, gerade an der jüdischen Geschichte Breslaus. Also ich denke, am jüdischen Breslau besteht schon lange ein Interesse. Zunächst einmal, das auch von den Überlebenden gespeist wurde. Also wenn ich an den Breslauer Rabbiner Bernhard Brilling denke, der nach Jerusalem fliehen konnte und dann aber relativ rasch zurückkehrte und dann ein Forschungsinstitut in Münster errichtete, wo er einiges publizierte. Wenn ich an Josef Walk denke, auch er ein am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau ordinierter Rabbiner, der in Jerusalem lebte, aber dann sehr, sehr oft hier war. Der hat also schon in den 70er, 80er Jahren haben die schon begonnen, hier dieses Interesse zu wecken, das dann eigentlich immer mehr zunahm. Also mein Interesse ist auch durch Josef Walk geweckt worden, mit seinen Publikationen, die zunächst in Jerusalem erschienen, dann aber auch als Taschenbuch in Deutschland erschienen. Und dann eigentlich nach der Wende auch in Polen
ist das ganz erstaunliche Wiederaufleben des Interesses am deutschen Judentum auch in Breslau selbst von jüdischer Seite, also von jüdischer und polnischer Seite zu registrieren, bei dem etwa der Breslauer Stadtpräsident Rafał Dutkiewicz eine hervorragende Rolle gespielt hat, der ja dann auch zur Wiederbelebung der Storch-Synagoge Entscheidendes beigetragen hat. Mhm. Ja. Diesen Aneignungsprozess gewissermaßen, den Sie gerade angesprochen haben, Frau Wodarczyk, wie lässt sich das für die polnische Perspektive beschreiben? Wir haben es hier mit Gebieten zu tun, die in der Propaganda der Volksrepublik Polen jahrzehntelang als wiedergewonnene Gebiete bezeichnet wurden. Aber nichtsdestotrotz hat es meinem Eindruck nach aus den Quellen dieser Zeit, der 50er, 60er, 70er Jahre, immer doch eine gewisse Distanz, um nicht zu sagen Angst gegeben, etwas abgekürzt formuliert, dass die Deutschen womöglich doch wiederkommen könnten. Und vor diesem Hintergrund fragt sich schon, wie verläuft eigentlich der Aneignungsprozess jüdischer Geschichte in Wrocław, beziehungsweise der deutschen Geschichte vor 1945 in Wrocław? Sind das getrennte Prozesse oder ist das eigentlich ein langsames Werden? Und ist das etwas, was erst 1989 beginnt oder doch möglicherweise viel früher? Z pewnością oficjalnie rozpoczęło się dopiero to po transformacji ustrojowej, czyli po roku 1989. Natomiast już wcześniej mieliśmy pewne symptomy, znaczy byli badacze, którzy próbowali oczywiście tą historię niemiecką na początku odkrywać. Jeżeli chodzi o odkrywanie historii Żydów niemieckich, to był proces znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ w przypadku Żydów niemieckich możemy mówić o takiej podwójnej obcości. To była najpierw obcość wynikająca z faktu, że ci Żydzi byli związani z kulturą niemiecką, byli właściwie Niemcami wyznania mojżeszowego, o czym już dzisiaj usłyszeliśmy. A z drugiej strony to była kultura żydowska, ale nie do końca Kultur, taka żydowska, która nicht byłaby so spójna jüdisch, z ortodoksyjnymi mit den orthodoxen jüdischen Gemeinden kohärent wären, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen aktiv wurden. Also das ist ein Prozess der Entdeckung der jüdischen Vorkriegsgeschichte. Und dieser Prozess dauert an. Dazu haben viele Forscher beigetragen, unter anderem Maciej Łagiewski, Direktor des Städtischen Museums, der als erster verschiedene populärwissenschaftliche Bücher veröffentlichte. Dadurch konnte das den Breslauern bewusst werden, also wie diese Vorkriegsgeschichte der Juden in Breslau sich darstellte. Dann Professor Ziontkowski mit seinen vielen Veröffentlichungen und viele andere Studien, auch populärwissenschaftliche Studien. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielten auch die Lieder der jüdischen Gemeinde nach 1989, die es eingesehen haben, die verstanden haben, dass das Erbe der deutschen Juden ein sehr wichtiges Element der jüdischen Identität ist. Und eine ganz große Rolle dabei spielte Herr Jerzy Krichler, der diese Lieder war, dem wir heute zum Beispiel das Denkmal verdanken. Das Denkmal am Platz nach der neuen Synagoge. Das war ein Denkmal zum Gedenken der Opfer des Pogroms der Kristallnacht. Jerzy Kichler, 1998, am 60. Jahrestag des Pogroms der Kristallnacht, platzierte an einem der Gebäude der jüdischen Gemeinde eine Gedenktafel. Und dabei ging es darum, die deutschen Opfer des Holocaust zu gedenken. Das war die erste Phase der Akzeptanz dieser Geschichte der Breslauer Juden. Wenn wir noch mal kurz ins 19. Jahrhundert zurückkehren,
ohne auf die Details der einzelnen Schritte der rechtlichen Gleichberechtigung der jüdischen Minderheit 1812, 1870, 71 etc. eingehen. So kann man doch aus der Literatur, die Sie ja teilweise eben auch genannt haben, vor allem Till van Raden für das Kaiserreich, den Eindruck gewinnen, als habe hier die Entwicklung zur immerhin drittgrößten jüdischen Gemeinde im Deutschen Reich so etwas wie eine Erfolgsgeschichte hervorgebracht. Ein ökonomischer Aufstieg, sicherlich auch ein sozialer Aufstieg, auch was die Interaktion jüdisch-nicht-jüdisch angeht, was sich, wie Sie ja auch richtig erwähnt haben, darin manifestierte, dass die Zahl der jüdisch-nicht-jüdischen Ehen rapide angestiegen sind. Und dennoch haben wir es wenige Jahre später, also wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, mit einem Prozess zu tun, der binnen kürzester Zeit alle diese Errungenschaften, Entwicklungen nicht nur ad absurdum führte, sondern halt in das genaue Gegenteil und dann wenige Jahre später in die totale Vernichtung führen konnte. Gershom Scholem hat das in den 60er Jahren mal als eine unfassbare Illusion bezeichnet, das deutsch-jüdische Gespräch. Und aus der Zeit, aus der Zeit der unmittelbaren Machtergreifung hat auch Robert Welsch als Chefredakteur der zionistischen jüdischen Rundschau unmittelbar nach dem April-Boykott von einer riesigen Illusion gesprochen. Kann man vor dem Hintergrund sich dennoch das Recht herausnehmen, dies als eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, oder ist das sozusagen von der Entwicklung nach 1933 so vorgeprägt, dass man das eigentlich gar nicht aus der Beschreibung herausnehmen kann? Darf ich? Bitte. Das ist ja fast eine geschichtsphilosophische Dimension, diese Frage. Also natürlich ist es, also zu den beiden Zitaten, natürlich ist es ja immer das Problem, dass oder die Herausforderung, wer das Ende kennt, ob man dann noch die Geschichte in ihrer Offenheit so beschreiben kann, wie sie sich den Zeitgenossen sicherlich im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts dargestellt haben. Und die zionistische Kritik an der Illusion ist wahrscheinlich, wäre ja möglicherweise auch schon früher geäußert oder hätte geäußert werden können. Ich finde auch, dass es schwierig ist, so eine Volksgeschichte zu erzählen, oder dass es wichtig ist, zum einen diese Ambivalenz, die ja schon eigentlich in diesem Emanzipationsprozess und eigentlich in diesem Angebot der Akkulturation auch angelegt ist, deutlich zu machen, dass es eine gewisse Möglichkeit oder eine Einladung gibt, sich zu akkulturieren oder auch in den Genuss eben von bestimmten Rechten oder der Gleichberechtigung zu kommen, dass der aber verbunden ist natürlich auch mit einem sehr starken Erwartungsdruck und dass diese Erwartungen sehr deutlich formuliert werden und auch immer wieder sichtbar werden, auch in Form von bestimmten Anfeindungen, von bestimmten auch Ausschlussmechanismen, die ja nach wie vor bestehen. Und ich denke, dass es sicherlich eine Erfolgsgeschichte ist, wenn man sich bestimmte Familien und über Generationen anschaut und wenn man sich die Entwicklung insgesamt anschaut, aber dass es ja immer auch Einschränkungen gibt, dass natürlich nicht die gesamte jüdische Bevölkerung, auch nicht Breslaus, zur reichen Oberschicht gehört, das ist ganz klar. Und dass diese natürlich viele Konflikte und die entstehen, und natürlich der Umgang oder die Konfrontation auch mit Anfeindungen und sichtbaren und unsichtbaren Mechanismen des Ausschlusses immer auch Teil sind. Also natürlich ist es eine relative Erfolgsgeschichte in diesem Sinn. Nichtsdestotrotz, wenn man dieses jüdische Breslau um 1900 beschreibt, denke ich, sollte man versuchen, 1933 oder 1938 auszublenden oder zumindest nicht als permanente Folie davor zu legen.
Also ich würde nicht so sehr zögern, eine Erfolgsgeschichte durchaus schreiben zu wollen. Für das 19. Jahrhundert auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, was in Breslau alles entstand, auch im Schulwesen, das Wilhelmsgymnasium, das Johannesgymnasium, beispielsweise das Johannesgymnasium in Breslau, war ja dadurch ausgezeichnet, dass sowohl die Lehrerschaft als auch die Schülerschaft jeweils paritätisch besetzt waren. Also ein Drittel der Schule waren jüdische Lehrer, ein Drittel der Schule waren katholische Lehrer, ein Drittel der Schule waren evangelische Lehrer. Und bei der Schülerschaft selbst überwog sogar beinahe der jüdische Anteil. Und das war also eine bedeutende Schule, aus der ja auch bekannte Persönlichkeiten hervorgegangen ist, also Walter Laqueur zum Beispiel, Walter Böhlich und andere, die man nennen kann. Und Walter Böhlich schrieb einmal, dass diese Schule lag in der Paradiesstraße und in der Tat, es sei ein Paradies gewesen. So hat er es in seiner Erinnerung jedenfalls beschrieben. Oder das jüdisch-theologische Seminar, das schon erwähnt wurde, das ja eine Musterhochschule des Judentums wurde, nach deren Vorbild in Berlin dann erst die Nachfolgeeinrichtung entstand und in Budapest genauso und das dann vorbildlich wurde für Hochschulen ähnlicher Art in aller Welt, auch in Amerika beispielsweise. Und die 250 Rabbiner, die aus dieser Schule hervorgegangen sind, sind ja zum Teil bedeutende Persönlichkeiten, bis hin zu Leo Weck beispielsweise, der also dort auch studiert hatte. Vom gesellschaftlichen Erfolg mal ganz abgesehen, hier ist die Lessingbrücke zu sehen. Die bedeutendste jüdische Loge in Breslau war die Lessing-Loge, die also über kurz vor der Jahrhundertwende entstanden ist und ein prachtvolles Gebäude auch im Inneren war. Und Willi Cohn, der schon erwähnt wurde, war stolz darauf, dort einmal Präsident für ein Jahr gewesen zu sein. Das gesellschaftliche Leben war insgesamt also ausgesprochen ausgeprägt, dass es dann immer wieder Rückschläge gab, die man datieren kann. 48er Revolution gab es antijüdische Bestrebungen. Der Erste Weltkrieg, in dem die Juden an der Front gebraucht wurden, aber dann nach dem Krieg plötzlich man fragte, was haben sie eigentlich geleistet und die große Enttäuschung einsetzte, dass aller Einsatz für das Vaterland eigentlich den Juden nicht gutgeschrieben wurde. Das sind dann die Rückschläge, die es sehr wohl gab, aber im kulturellen Milieu waren Juden hervorragend präsentiert und es war schier unvorstellbar, dass es einmal das geben könnte, was es dann später gab. Jeżeli chodzi o tę perspektywę współczesnego Perspektive des heutigen Forschers geht oder jemanden, der sich mit dem jüdischen Erbe beschäftigt, wir hegen da gar keine Zweifel daran, dass die Leistung der deutschen Juden ein enormer Erfolg war. Und alle Objekte des jüdischen Erbes, die es in Breslau gibt, Objekte sind, die von den deutschen Juden geschaffen wurden. Und erst nach 1945 wurden sie dann übernommen und in einem gewissen Sinne adaptiert von den polnischen Juden, wie zum Beispiel die Storch-Synagoge, die ursprünglich eine Synagoge war, die von den liberalen Juden gegründet wurde. Dann wurde sie zu einer orthodoxen Synagoge und nach dem Krieg diente sie auch orthodoxen Juden. Aber nach dem Krieg, also es ist uns bewusst, wie wertvoll dieses Erbe ist, nicht nur das materielle Erbe, sondern auch das geistige Erbe der deutschen Juden. Denn die polnischen Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Breslau kamen, sie hinterließen nicht diese intellektuelle Schaffen oder materielle Leistung. Viele von diesen Juden, ein Großteil dieser Gemeinschaft verband sich auch nicht so stark mit Breslau wie die deutschen Juden, weil sie sehr schnell die Entscheidung trafen, zu emigrieren oder dazu gezwungen wurden in der Nachkriegszeit. Für die Juden im Deutschen Reich ist es nach 1933 extrem schwierig, ohne eine genuin zionistische Grundausrichtung, davon abgesehen, abzuschätzen, was ihrer noch harrt, was die Maßnahmen morgen, übermorgen, in einem Jahr sein werden. Und
wenn wir von Erfolgserlebnis sprechen, beziehungsweise vielleicht auch dem Selbstverständnis und dem Selbstgefühl der Breslauer Juden, so lässt sich das zumindest an einer Zahl festmachen, dass es bis nach dem Novemberpogrom noch immer 16.000 Juden in der Stadt gab. Das heißt also, die Zahl derer, die sich tatsächlich in den Jahren zuvor für eine Immigration entschieden hatten, ist erstaunlich bedrückend niedrig in der Retrospektive. Herr Konrad, Willi Kohn mit seiner Frau emigriert, beziehungsweise ich formuliere es anders, reist nach Palästina und kehrt zurück. Was von einer Tragik ist, weil wir natürlich alle wissen, dass er dann im November 1941 in Kaunas erschossen wird mit seiner Familie, die schwer erklärbar ist. Kann man das verständlich machen? Es ist schwer verständlich. Aber zunächst einmal muss man ja vorausschicken, Willi Kohn und seine Familie haben ja schon dafür gesorgt, dass die Kinder in Sicherheit gebracht wurden. Also, Entschuldigung, der erste Sohn, Louis oder Wölfel, ist ja schon 1933 nach Paris gegangen. Allerdings unter einer Bedrohungssituation. Und dann folgte 1935 der zweite Sohn, Ernst Abraham. Und da fuhren die Eltern natürlich auch nach Palästina, um sich nach dem Jungen zu erkundigen. Und die Tochter Ruth war noch zu Hause und ist dann über Dänemark auch nach Palästina gegangen. Aber 1937 in der Tat zieht das Ehepaar Kohn mit einem Touristenvisum nach Palästina und hält sich dort etwa 2 Monate auf und versucht, die Chancen zu ermitteln, inwieweit man hier ein Leben führen könnte. Und Willi Kohn muss feststellen, alle interessanten Stellen, die für ihn als Pädagogen oder Geisteswissenschaftler eventuell gegeben wären, sind schon längst von anderen besetzt. Für ein Leben im Kibbutz fühlt er sich nicht geeignet. Und vor allen Dingen seine Frau sagt, hier will ich auf keinen Fall hin, wenn, dann nur nach Amerika. Und so kehren sie nach Breslau zurück, wobei die Tochter Ruth sie an der Haustür empfängt und sagt, was fällt euch ein, zurückzukommen? Das habe ich von ihr selbst gehört. Sie sagte, ich bin fest davon ausgegangen, dass ihr in Palästina bleibt. Ihr hättet euch um uns überhaupt keine Sorgen machen müssen. Ich weiß schon, was ich zu tun habe und die Verwandten hätten uns weitergeholfen. Ihr hättet auf keinen Fall zurückkommen dürfen, aber sie haben es getan. Auch wohl unter dem Aspekt, der ja dann das Leitthema eines Filmes wurde, den Petra Liedschreiber hier von Radio Berlin-Brandenburg gedreht hat. Ein Jude, der Deutschland liebte. Seine Liebe zu Deutschland war Kohn so wichtig wie die Liebe zur Literatur. Es hieß ja schon, die Bildung sei die eigentliche Heimat der Juden gewesen. Das gilt für Kohn insbesondere, der in dieser Hinsicht eigentlich sich als Deutscher fühlte, wie man es nur fühlen kann. Und gleichwohl immer wieder mit der Situation konfrontiert war, mit der alle konfrontiert waren. Das ist die Tragik dieser Tagebücher, die es auch wert machen, sie zu lesen. Denn es ist in der Tat ein rein jüdisches Tagebuch, aus ganz jüdischer Perspektive geschrieben. Willi Kohn war ein gläubiger Jude, der auch im Laufe der Jahre immer gläubiger wurde und sich dann auch noch in das Hebräische hinein vertiefte, um es verstehen zu können, weniger um es in Palästina anwenden zu können, sondern um einfach den Glauben noch tiefer leben zu können. Und in diesem Glauben scheint er wohl auch dann gestorben zu sein. Er gehörte zu den ersten Opfern der Breslauer Deportationswelle. Wenn wir jetzt heute uns hier im Gedenken daran versammeln, so sind es gerade 80 Jahre her, dass die ersten großen Deportationen aus Breslau begannen. Und die erste Deportation am 25. November des Jahres 1941 verschleppte 1000 Breslauer Juden nach Kaunas, wo sie kaum, dass sie angekommen waren, erschossen wurden. Und worüber der SS-Standartenführer Karl Jäger, Dr. Karl Jäger, muss ich sagen, den berüchtigten Jägerbericht geschrieben hat, in dem er die Erfolgsgeschichte dieser Ermordung schildert. Die wenigen Überlebenden,
dürfen entweder nicht in Breslau bleiben oder können nicht bleiben. Gewissermaßen verdankt die jüdische Gemeinde Erfurt dann ihre Nachkriegsgründung halt mit versprengten wenigen Überlebenden. Danach findet sich eine mehr oder weniger kleine Diaspora in Israel, auch in Südafrika und andernorts in geringerem Umfang, natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Denken Sie jetzt an ein bis noch nicht erwähntes Buch von Abraham Asher, einem anerkannten, einem der bekanntesten US-amerikanischen Historiker zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion, der selbst aus Breslau stammt, Jahrgang 1928. Und 2007, ein Jahr nach den Kohn-Tagebüchern, ein auch sehr persönlich gehaltenes Buch Community Under Siege publiziert hat über das Schicksal der Breslauer Juden, das für mich vollkommen unverständlich niemals ins Deutsche, sehr wohl allerdings ins Polnische übersetzt worden ist. Das heißt, eigentlich ist es so eine Art Tabula Rasa in Breslau-Wrocław, was natürlich auch durch die Kriegszerstörung etc. auch der Festung Breslau zusätzlich bedingt ist, was Frau Wodarczyk hier in Deutschland fast völlig unbekannt ist, und ich würde Sie bitten, das kurz zu erzählen, ist ein Ansiedlungsprojekt in Niederschlesien in der unmittelbaren Nachkriegszeit, was mit der deutsch-jüdischen Geschichte wenig zu tun hat, aber zumindest mit den Hoffnungen, irgendwie so etwas wie jüdisches Leben in der Region neu zu beleben, neu zu gründen, wieder zu beleben, wie auch immer. Die sogenannte jüdische Siedlung in Niederschlesien war ein Projekt, das darin bestand, dass man jüdisches Leben organisierte für Umsiedler aus dem Gebiet der Sowjetunion. Es war eine Initiative jüdischer Aktivisten, die bereits in Niederschlesien waren, und in der Region wurden etwa 40 Ansiedlungszentren geschaffen, von denen natürlich Breslau eine besondere Rolle spielte. Und in diesen 40 Orten wurden nach verschiedenen Angaben etwa 95.000, nach anderen Angaben waren es 100.000 polnische Juden angesiedelt. Ich wollte hier noch das Wort polnisch unterstreichen, wovon die meisten nach Niederschlesien kamen aus dem Gebiet der Sowjetunion. Das waren die Juden, die dort überlebt hatten, den Zweiten Weltkrieg. Vor dem Krieg hatten sie in den Gebieten der ganzen Republik Polen gelebt. Und es war ein sehr seriöses Ansiedlungsprojekt, das nicht möglich wäre, das man nicht hätte realisieren können ohne ausländische Gelder, vor allem des Joints, der Organisation Amerikanische Juden. Und man schuf alle Strukturen, die es möglich machen sollten, diesen Juden sich zu adaptieren am neuen Ort. Denn man rechnete damit, dass die der Schlesien eben zu einem Ort wird, wo die Juden in den nächsten Jahren leben würden. Da war noch keine Rede von einer Emigration. Und man muss zugeben, dass dieses Projekt eine Zeit lang tatsächlich sehr gut entwickelte und das jüdische Leben in allen Aspekten, angefangen von sozialer Hilfe über Bildungsaktivitäten. Man schuf auch ein Netz von jüdischen Schulen, sehr unterschiedlichen Schulen. Es entwickelte sich auch das religiöse Leben, auch die jüdische Kultur entwickelte sich, und in Niederschlesien, man könnte sagen, ist so eine Art Autonomie für Juden entstanden, denn die jüdische Gemeinschaft erfreute sich viele Privilegien und konnte sich wirklich entwickeln in sehr vielen Aspekten. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was in der Zwischenzeit passiert, im Jahr 1946
1940 in Kielce kam es zu einem Pogrom der jüdischen Bevölkerung, der auch seine Konsequenzen hatte im Kontext der Geschichte Niederschlesiens. Denn auch in Niederschlesiens kam es zu einer Migrationspanik und die Juden begannen, Niederschlesien zu verlassen. Und da es dort Grenzübergänge gab, fand diese Migration auf illegalem Wege statt. Weitere Migrationswellen, zu denen kam es nach der Entstehung des Staates Israel, aber eigentlich seit 1949, denn erst dann durften Juden offiziell nach Israel emigrieren. Und mit dem Ende 1949 können wir davon sprechen, dass die erste Etappe abgeschlossen wurde und diese jüdische Autonomie abgeschafft wurde. Das hing auch damit zusammen, dass bestimmte jüdische Organisationen geschlossen wurden, auch zionistische Organisationen, die nach dem Krieg eine große Rolle gespielt haben in dem jüdischen Leben. Und leider war die Wende von 1949 und 50, das war das endgültige Ende dieser wunderbaren Idee der jüdischen Siedlung, obwohl man hier auch ganz deutlich sagen muss, oder von zwei sich bekämpfenden Optionen sprechen muss, denn die zionistischen Parteien und zahlreiche zionistische Organisationen, die in Niederschlesien aktiv waren, die hatten das Ziel, die Migration zu organisieren und es so weit zu bringen, dass die Juden aus den polnischen Gebieten nach Israel gehen, denn der einzige Ort, wo die Juden leben sollen, war eben Palästina oder der künftige Stadt Israel. Aber auf der anderen Seite, die andere Option, vertrat der Bund, eine der jüdischen Parteien, und die jüdische Fraktion der polnischen Arbeiterpartei. Und sie behaupteten, dass diese jüdische Gemeinschaft doch in Polen leben könnte und dass man da gewisse Strukturen wiederherstellen könnte und dass Polen ein gutes Land sei zum Leben für die Juden. Welche der Optionen gewonnen hat, die Frage können wir uns selbst beantworten, denn die meisten der niederschlesischen Juden im September kommenden Jahres jährt sich zum 70. Mal das Luxemburger Abkommen, also das Wiedergutmachungsabkommen zwischen dem Staat Israel und der Bundesrepublik. Insofern werden wir sicherlich in der Publizistik, zum Teil zweifelsohne auch in der Forschung, noch einmal zu tun bekommen mit dem Thema Restitution und Fragen der Wiedergutmachung und sei es in Form eine Art Rekapitulierung dessen, was erreicht wurde. Nun hat es aus meiner Anschauung in dieser Zeit sehr interessante und, glaube ich, in der Forschung noch ziemlich offene Fragen gegeben, was passiert, wenn jüdische Überlebende einen Restitutionsantrag stellen und dieser Restitutionsantrag mit Bezug auf eine Immobilie, einen Gewerbebetrieb etc. kollidiert mit einem Lastenausgleichsantrag eines ehemaligen Ariseurs, insbesondere in den verlorenen Gebieten. Vielleicht fällt Ihnen dieses Thema im nächsten Jahr noch einmal auf. Ich weiß nicht, ob an der TU Dresden im Rahmen Ihres Projektes das auch thematisiert worden ist oder noch thematisiert wird. Tatsächlich nicht. Das ist aber natürlich eine hoch spannende Frage, überhaupt diesen ganzen Prozess der Restitution und dieser Lastenausgleiche, das ist hochspannend und wenig bekannt. Es taucht natürlich auf in den Erinnerungen, angesprochen wurde, weniger mit den, also mit den Immobilien, aber bei mobilen Gütern. Also es gibt ja auch in diesem Film Wir sind Juden aus Breslau diese Szene, die auch mit dem 9. November zu tun hat, dass ein Gemälde, das im Kontext dieser Gurlitt-Funde wieder aufgetaucht wurde von Max Liebermann, zwei Reiter am Strand, dass, ich kann es im Moment nicht erinnern, wer der Zeitzeugen sich daran erinnert, am 9. November, als er sich bei seinem Onkel versteckt hatte, auf dieses Bild geschaut hatte und das vor wenigen Jahren zurückgehalten hat. Also diese
dieser Prozess ist ja auch noch, natürlich nicht nur im Falle von Breslau, nicht sehr weit gediehen, aber vielleicht ist das ja im kommenden Jahr so ein Moment, dass nochmal deutlicher auf die Problematik hingewiesen wird und vielleicht auch Erfolge, zumindest bei der Ermittlung überhaupt, wo sich diese Gegenstände befinden, also solche Provenienzforschung. Aber es ist tatsächlich kein Teil der Erforschung, was diese Rückgaben angeht. Was natürlich auch im Fall Breslau damit zu tun hat, dass natürlich die Sachen, also die Häuser ja nationalisiert wurden, also an eine Rückgabe in dem Sinne wäre natürlich ohnehin nicht zu denken, sondern es ging hier nur um diese Frage der Entschädigungszahlungen. Ja. Ich kann das an einem Beispiel illustrieren. Es war vorhin im Bild zu sehen, das ist aber gar nicht erwähnt worden, dass es das Haus Kohn war. Es stand auf dem Schild, steht Trautner, aber das ist der Traditionsname dieser Firma. In Wirklichkeit war es das Geschäftshaus des Kaufmanns Louis Kohn, also dessen Sohn Willi Kohn diese Tagebücher über Breslau geschrieben hat. Da ist in der Tat, hat mir Louis Kohn erzählt, also der Sohn von Willi Kohn, dass als er einen Antrag auf Lastenausgleich stellte oder auf Entschädigung stellte, dass man ihm sagte, Moment mal, da hat schon jemand anderes den Antrag gestellt, nämlich der Profiteur der Arisierung, der sich auch als Eigentümer dieses Besitzes wähnte, hatte längst seinen Antrag gestellt und jetzt waren also plötzlich zwei Anträge, die einander entgegenstanden und die Behörde wusste gar nicht, wie sie sich dazu zu verhalten hatte. Ich glaube aber, die Geschichte geht noch weiter. Denn ich glaube, auch in Polen gab es lange eine Regelung, dass jüdisches Eigentum, solange es noch in Staatsbesitz sei, zurückgegeben werden sollte. Und ich glaube, das galt auch für dasselbe Haus noch nach 1945. Und die Stadt Breslau hat, glaube ich, also der Magistrat von Wrocław, muss ich jetzt sagen, hat blitzschnell beschlossen, das Haus zu verkaufen, ehe dieses Gesetz in Geltung trat, um es eventuell den Kohns zurückzuerstatten. Und das Bizarre dabei ist, dass dann offenbar ein reicher, ich glaube persischer Kaufmann aus London, dieses Haus vorübergehend erworben hat und man bei Recherchen feststellte, dass dahinter sogar Al-Qaida steht und das eine Art Geldwäsche gewesen sei. Heute ist die Sache, glaube ich, längst anders geregelt, denn das Haus ist inzwischen wieder wunderbar restauriert und renoviert und ein Schmuck des Ringes. Aber ich weiß, dass die polnische Presse sich darüber auch ereifert hatte und diesen Dingen nachgegangen war. So kann also der Streit um so ein Haus manchmal eine richtige eigene Dynamik entwickeln und die Tragik noch einmal verdeutlichen. Frau Wodarczyk, es hat in Polen eine Restitution der jüdischen Gemeinden gegeben. Über die Individualrestitution, glaube ich, brauchen wir heute nicht zu sprechen. Das ist aus naheliegenden Gründen ein ausgesprochen neuralgisches Thema in Polen und auch noch lange nicht entschieden und ausdiskutiert. Aber zumindest die Gemeinden sind restituiert worden, wenn auch nicht ohne Probleme. Können Sie das kurz schildern? Um die Restitution des Eigentums der jüdischen Glaubensgemeinden und der jüdischen Glaubensperson, das bezieht sich auch auf diese Kategorie, das heißt Stiftungen, Vereine, das wurde geregelt aufgrund des Gesetzes über das Verhältnis der Republik Polen zu den jüdischen Glaubensgemeinden, das Gesetz aus dem Jahre 1997, das war so wirklich das letzte Gesetz, dass das Verhältnis des polnischen Staates mit einer Glaubensgemeinschaft regelte. Vorher wurden schon entsprechende Gesetze verabschiedet über christliche Kirchen. Aber ein Streitpunkt dabei war eben die Eigentumsfrage, denn die Restitution des Eigentums der jüdischen Glaubensgemeinden, die
Nachfahren von jüdischen Eigentümern wollten sich daran beteiligen. Sie wohnen heute natürlich in verschiedenen Ländern der Welt und die World Jewish Restitution Organization handelte in ihrem Namen. Und es wurde dabei differenziert, wenn es um Nord- und Westgebiete Polens geht, das heißt die ehemals deutschen Gebiete und polnische Gebiete. Wenn es um die Westgebiete geht, war das der Restitutionsprozess um einiges erschwert, denn jüdische Gemeinden, das war vor allem die Breslauer Gemeinde und die Stettiner Gemeinde, sie konnten einen Antrag auf die Rückgabe von Objekten stellen, die vor 33 der Erziehungs- und karitativen Tätigkeit dienten. Aber die Gemeinden mussten noch eine wichtige Voraussetzung erfüllen. Das heißt, sie durften diese Objekte nur dann übernehmen, wenn sie die Möglichkeit hatten, die ursprüngliche Tätigkeit wieder zu beleben. Das heißt, man durfte ein jüdisches Krankenhaus übernehmen, wenn die jüdische Gemeinde dann dort die medizinische Tätigkeit organisieren würde. Das heißt, eine alte Schule, man konnte sie übernehmen, vorausgesetzt, dass dort in diesem Objekt weiterhin eine oder wieder eine Schule betrieben wird. In vielen Fällen war das natürlich nicht möglich, aufgrund der beschränkten organisatorischen Möglichkeiten der jüdischen Gemeinden. In dem Fall spreche ich von Breslau und Stettin. Und dieser Prozess der Rückerstattung oder der Übernahme diese Objekte war ein sehr langwieriger Prozess. Es wurde sogar eine Kommission geschaffen. Man musste einen Antrag stellen und die Vorbereitung des Antrags hing mit der Vorbereitung der Archivdokumentation, oft mit Begründung des konfessionellen Charakters eines bestimmten Vereins oder der Stiftung. Ende der 90er Jahre war das natürlich ziemlich erschwert. Es fehlten auch Fachleute, Experten, die entsprechendes Wissen hatten über diese Vorkriegsgeschichte, die in der Lage wären, so eine Dokumentation vorzubereiten. Dann gab es Streitigkeiten oder Streitfälle vor dem Regelungsausschuss. Und dieser Ausschuss entschied dann darüber, inwiefern ein bestimmter Antrag begründet ist und ob dann die Immobilie übergeben werden darf. Wenn es um polnische Gebiete geht, man konnte dort noch eine Rückerstattung ermitteln, das heißt einen bestimmten Betrag für eine Immobilie, die zwar nicht mehr existiert, aber wenn es um West- und Nordgebiete geht, durfte man das nur als Objekte einfach zurückgeben. Und dazu kommt noch die Frage der Friedhöfe. Friedhöfe, die in ganz Polen. Es waren über 1.100 jüdische Friedhöfe, natürlich in unterschiedlichem Zustand. Das betraf auch Objekte, die bereits kaputt gemacht wurden, verbaut wurden, aber man durfte sie auch zu einem Gegenstand eines Restitutionsverfahrens machen. Und 9 jüdische Gemeinden, die damals in Polen agierten. Die Herausforderung für sie war enorm. Also sie sollten sofort über 1.000 Friedhöfe übernehmen und dort Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen einleiten. Und dieser Prozess dauert aber an. Diese Objekte werden weiterhin durch jüdische Gemeinden übernommen. In vielen Fällen wird dieses Verfahren zum Nachteil der jüdischen Gemeinden entschieden und dann gibt es eigentlich keine Berufungsmöglichkeiten. Man muss sich dann mit dieser Tatsache irgendwie abfinden und oft aber ist es eine große Belastung für die Gemeinden, vor allem diese alten Friedhöfe zu erhalten.